Jo, hallo Freunde! Im Internet wurde eine heftige Diskussion über ein Foto oder Video entfacht, das von einem Sonnenobservatorium aufgenommen wurde. In diesem Video wurde ein seltsames radförmiges Objekt gesichtet. Auch in meinem kürzlich gemachten Video habe ich dieses Objekt, als die NASA noch kein Statement dazu erbracht hatte, gezeigt. Das merkwürdige Objekt wurde am 12. Februar mit dem Teleskop von Stereo A aufgenommen und ähnelte einem Rad mit vier Speichen, wodurch einige Leute spekulierten, dass es sich um ein außerirdisches Raumschiff handeln könnte. Sogar das Rad des Hesekiels aus der Bibel wurde es genannt. Inzwischen hat die NASA eine Erklärung in diesem Zusammenhang abgegeben, wonach das ungewöhnliche kreisförmige Objekt kein UFO, sondern nur die Reflexion des Planeten Venus ist. Zur gleichen Zeit, als dieses seltsam aussehende Objekt sichtbar wird, tritt der sehr helle Planet Venus von links in das HI2A-Sichtfeld ein. Man beachte, dass sich Venus und das Objekt in der Mitte des Detektors fast genau gegenüberliegen. Dies ist kein Zufall, das seltsame aussehende geometrische Objekt ist in Wirklichkeit eine interne Reflexion des Planeten Venus innerhalb der Teleskopoptik. Dieser Effekt wurde schon oft beobachtet. Das war die Erklärung der NASA. Denkt ihr, dass es so richtig ist, oder habt ihr dazu eine andere Meinung? Lasst es mich wissen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.